Hallo liebe CEC-Familien, schön, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet zu unserem neuen Vlog. Heute wird wieder gesungen, denn letztes Mal haben wir gebastelt, diese coolen Fische. Davor gibt es dann den kleinen Theorieteil für euch Eltern. Und im Theorieteil, da soll es heute um den Verlust von einem CI gehen. Man ist im Urlaub, auf dem Spielplatz, im Wald oder irgendwo. Und was passiert? Gerade in der Kinderwelt, ein CI geht verloren. Und bevor ihr jetzt Panik kriegt, wollte ich euch mal Schritt für Schritt da durchleiten, was ihr alles zu tun habt, wenn das passiert ist. Als allererstes fragt euer Kind, wenn es schon sprechen und verstehen kann, ob es weiß, wann es das CI verloren hat. Dann macht es Sinn, sich Hilfe zu holen und schon mal oberflächlich alles abzusuchen, den Weg nochmal zurückzulaufen und vor allem dabei erstmal die Ruhe bewahren, denn es ist erstmal nichts ultra-dramatisches, wenn das passiert ist, auch noch nicht so, dass es noch nie jemandem passiert wäre. Ihr seid definitiv nicht die Ersten. Es gibt in der App von Cochlea und auch von MedAir diese Suchfunktion, wo man sich den Standort anzeigen kann, wann die App das letzte Mal mit dem CI verbunden war. Das hilft manchmal. Das Problem ist halt, wenn die App zu weit weg ist vom Handy, vom CI, dann kann man den Standort nur ungenau bestimmen und es ist halt nicht 100% genau. Das heißt, wenn zum Beispiel das Kind den Prozessor in der Schule verloren hat, dann wird es schon rausfinden können, dass es in der Schule war, aber ihr wisst nicht, in welchem Klassenzimmer, ob auf dem Pausenhof oder in der Turnhalle. Aber das kann tatsächlich einen Indiz liefern, dass man da nochmal konkret weitersucht, wenn ihr die App habt. Wenn das CI verloren ist, ihr habt gesucht, ihr habt es nicht gefunden, ist der nächste Schritt, euch an die Klinik zu wenden. Das heißt, ihr müsst in der Klinik anrufen und sagen, dass ihr das CI verloren habt. Dann müsst ihr eine sogenannte Verlustmeldung ausfüllen. In dieser Verlustmeldung füllt man kurz aus, warum das passiert ist und wie das passiert ist. Und dann wird diese Verlustmeldung zusammen mit einem Rezept, das ihr auch aus der Klinik bekommt, zu eurem Hersteller oder zum Akustiker geschickt, damit ihr einen neuen Prozessor bekommt. Wo ihr das macht, das ist wie immer eure Entscheidung. Manche Familien gehen lieber zum Akustiker, manche Familien machen es lieber direkt über die Klinik, über den Hersteller oder die Klinik. Vom Weg her ist es ungefähr das Gleiche. Ihr werdet den Prozessor wahrscheinlich gleich schnell bekommen, egal wo ihr hingeht. Jetzt ist es natürlich so, gerade wenn ihr auf den Prozessor sehr angewiesen seid, weil es nur eine einseitige Versorgung ist, oder aber ist es wirklich so, dass man ja schnell den Zustand vom Optimalen wieder erreichen will, fragt doch bei eurem Akustiker oder beim Hersteller nach, ob ihr in der Zwischenzeit einen Leitprozessor bekommt. Denn die Krankenkasse muss den neuen Prozessor natürlich erst genehmigen. Das kann ein paar Tage dauern und so lange wollen wir ja nicht, dass das Kind nicht gut versorgt ist. Das heißt, ihr fragt erstmal nach einem Leitprozessor, den bekommt ihr zugeschickt. Dann wird die Verlustmeldung mit dem Rezept an die Krankenkasse weitergereicht. Die geben ihr okay. Dann bekommt ihr einen neuen Prozessor zurück und den Leitprozessor gebt ihr wieder ab. Jetzt die große Frage, wer bezahlt dafür und muss sich das versichern? Die Erfahrung lehrt, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen in aller Regel ganz anstandslos bezahlen, solange man jetzt nicht 3, 4, 5 Prozessoren pro Jahr verliert. Es kann euch passieren, dass wenn dann ein Upgrade ansteht, die Krankenkasse sagt hier, wir haben einen neuen Prozessor bezahlt, 2 Jahre später. Das heißt, es könnte passieren, dass mit dem Upgrade dann ein bisschen länger warten müsst. Das ist aber unterschiedlich von Krankenkasse zu Krankenkasse und manchmal sogar von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter. Das heißt, da lässt sich keine eindeutige Aussage treffen. Wenn ihr privat krankenversichert seid, kann das Ganze sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt private Krankenversicherungen, die gemäß den gesetzlichen Krankenversicherungen auch das CI auch bezahlen werden. Es kann aber auch sein, dass sie nur anteilig bezahlen oder aber eben gar nicht. Und das kann sehr schnell sehr teuer werden. Wie die meisten von euch wissen, kostet ein neuer Prozessor zwischen 9.000 und 11.000 Euro, je nach Hersteller und je nach Modell. Das heißt, das hat man nicht mal eben so in der Portokasse liegen. Es lohnt sich per se nicht, eine CI-Versicherung abzuschließen. Trotzdem könnt ihr mal bei eurer Hausratversicherung anrufen, gerade wenn man privat versichert ist oder bei der Versicherungsagentur, wo ihr eh seid und mal nachfragen, ob es eine Versicherung gibt, die auch diesen Verlust von einem CI abdecken wird. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der ganz sicheren Seite. Wie ihr merkt, es ist kein Drama, trotzdem nicht schön, deswegen passt immer gut auf eure Geräte auf und trotzdem wird sich immer eine gute Lösung finden. Das war schon der Theorieteil für heute. Dann kommt jetzt wie versprochen unser kleines Lied.
Es geht um einen kleinen Tausendfüßer und ich bin gespannt, ob ihr rausfindet, was dem alles passiert. Tiki-di-tak, der Tausendfüßer wickelt, wackelt geradeaus. Bei jedem Schritt wackeln tausend Füße mit und so kommt der Ball zum Tausendfüßerhaus. Tiki-tiki-taki-taki-dum-dum-dum. Tiki-tiki-tiki-taki-dum-dum-dum. Tiki-taki-tiki-taki-dum-dum-dum. Und jetzt klopft er an. Aua, hier ist die Tür verschlossen und kein Platz zum Stehen und Drehen. Welch ein Entschluss, unser Tausendfüßer muss nun mit allen tausend Füßen rückwärts gehen. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Und jetzt fällt er um. Doch schau, der kleine Tausendfüßer rappelt sich gleich wieder auf, macht sich ganz groß und von neuem geht es los mit dem wackeligen Tausendfüßerlauf. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Tiki, 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 taki, dum, dum, dum. Und jetzt kommt er an. Ihr merkt, es war nur ein ganz kurzes Lied und ich denke, gerade beim Vor- und Zurücklaufen könnt ihr ganz schnell mitsingen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns das nächste Mal wieder zum nächsten Vlog. Bis dahin, tschüss!